alle Schmerzen auf ihn abwimmeln, sondern er hat sie ja auch. Komm recht nicht spät. Okay, Shikamaru und Choji gegen Hidan und Kankuso. Wir sind bereit, so breit wie es nur geht. Ja, schon krass, ich kann mir so gut wie nie Namen merken, egal was oder wie oder wo. Und die ganzen Namen habe ich mir total schnell eingeprägt, Alter. Aber das ist aber mal eine ganze Folge, wo nur gelabert wird, Alter, mal ganz ehrlich. Das ist so kaum Zeit für mich zu labern, ey. Unglaublich. Ultimatives Jutsu nicht einsetzbar. Soll trotzdem zu machen sein. Und direkt erstmal das Jutsu aktivieren. Zack, 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 zack. Und draufballern. Egal was ist, immer draufrotzen. Und jetzt noch Shoji hinterher. Zack, 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 zack. Ausweichen. Schön. Und jetzt draufhauen. Shoji. Ich sehe ihn nicht. Was soll der Müll? Super, nur 7 Treffer. Was ist das für ein hässliches, schlechtes Jutsu, Alter? Ich weiß nicht, wie ich dieses Super-Jutsu einsetze. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Team-Jutsu einsetze. Ich habe keine Ahnung. Alter, ey, wieso kann ich denn da nicht ausweichen, ey? Das ist unglaublich. Alter, weich doch mal jetzt aus! Shikamaru, du bist so unbrauchbar! Na los! Alter Schwede, ey, wir haben da irgendwas freigeballt, aber ich kann damit... Naja gut, wir haben uns ein bisschen Zeit verschafft. Gott, war das schlecht, Alter, ey. Mit denen kannst du nichts anfangen, Alter. 5000 Rio, 2000 Sparring, mal 2 Kraftreis wahrscheinlich wieder. 36, 57, 17, 65, 21, 18. Chio. Was? Wer ist denn Chio? 680.000 Sturmpunkte erreicht. Okay, was jetzt?
Ein Bildschirm haben wir hier. Ich frage mich, warum immer alle diese super krassen Freaks alle zu Akatsuki gehören, ey. Weißt du, kapier ich auch kein bisschen. Dass es keinen überkrassen Freak noch in den eigenen Reihen gibt. Sondern dass die alle als Hokage, also alle als Kage dann da fungieren. Es gibt sonst keinen anderen überkrassen, ey. Das ist irgendwie total unlogisch. もはやお前たちの敗北は確実。おとなしく、くたばれ。どんだけジタバタしようと、お前らは神に捧げられる身だ。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ、本当。だから、言ってんだろ。もう少しだけだってよ。ひどんやめろ。なんだ。 Du willst ihm einen Fluch anhängen, du hast gegen Pain überhaupt keine Chance. Oder halt gegen Tobi, aka Madara. Aber er ist ja nicht Madara, jetzt ist natürlich die große Frage, wer ist dieser Tobi BZW Madara? Und ich weiß, wer er ist. Ich weiß, wer er ist. Das verrate ich noch nicht, weil einige wissen es vielleicht doch noch nicht. Und ich weiß, wer es ist. Man kann es sich eigentlich denken. Du weißt es auch, Raptor, ne? Du weißt auch, wer Madara ist, ne? Also er gibt sie als Madara aus, aber er ist in Wirklichkeit eine andere Person. Weil der richtige Madara ist mir jetzt auch als Zombie wiederbelebt worden. Der ist übelst krass, weiß, kann einfach mal einen Kometen von All runterfallen lassen, ey. Ja. Der Original Madara, das ist ein Badass Motherfucker, Alter. Oh, jetzt habe ich gerade pure Gänsehaut bekommen von dem Einspiel der Musik, Alter. Es ist immer noch die schönsten Melodien, hat immer noch Naruto, Alter. の最後の言葉だ。しっかり聞け。はい。お前、気が強いな。面倒見のいい子だ。長寿も石川も不器用だからな。こいつらのこと。はい。それから。 忍術は恋はな。正直、お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い守備になる自分にもって自信を持て。 少しダイエットしないとな。無理かもしれないけど、頑張ってみる。<笑>
Tja, gegen ihn mussten sie auch kämpfen, als er die ganzen Zombies wiederbelebt hat, ey. Mussten sie auch nochmal gegen ihn kämpfen. Das war ziemlich hardcore, ey. Das muss ich mir vorstellen, ey. Alter, hier ist gerade voll die scheiß emotionale Aktion. Ich versuche das zu genießen. Halt die Fresse jetzt. Weißt du, voll die scheiß emotionale Szene und ich muss lachen. Und damit verabschieden wir uns von Sensei Azuma. Ein komischer Kauz. Weiter. Laden. Steht da. Schwarzer Bildschirm. Laden. Fertig. Ich werde nie wieder ein Let's Play mit dir machen, wenn du dabei bist. Ich finde schade, dass man da jetzt nicht das Training mitmachen kann. Das ist echt doof. So, und nicht nur damit, dass wir dann gleich Pause machen bei dem Training. Falls nötig, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um nach Konoha zurückzukehren und deinen Vorrat aufzustocken. Wir werden nicht nur, wie gesagt, jetzt Pause machen nach diesem Sparring, sondern wir machen jetzt generell eine kleine Aufnahmepause. Wir haben wieder das Zeitlimit erreicht, weil wer mehr möchte halt so nicht aufnehmen, dann geht halt die Konzentration bei mir flöten, bla bla bla. Wir haben jetzt auch schon wieder 0 Uhr und ja, ich weiß, krank macht wesentlich mehr, bla bla bla. Ich muss auch noch ein bisschen lernen, so Konzentration und sowas. Des Weiteren werde ich dann morgen erstmal 2 Spiele aufnehmen und dann schauen wir mal, wie weit wir dann kommen. Ich werde mir extra Wecker stellen, dass wir ein bisschen früher aufwachen, dass dann wenigstens diese hier schon mal im Nachmittag kommt, Folge von Naruto. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Schreibt immer alles in die Kommentare, wie eh und je. Ansonsten sieht man sich hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss.